diese Kredithilfe und die bisherigen Transfers, die sind nur in Teilen einzelfallgerecht, haben aber häufig das Problem, dass sie schon am nächsten Tag nicht mehr gültig sind, weil neue Notfälle auftreten. Das Grundeinkommen, wie ich es mir vorstelle, ein Nettogrundeinkommen, das würde also unbedingt helfen und damit wäre bei jedem eine Grundsicherung da. Netto bedeutet, dass man auch die Kredit- und Mietzahlungen nicht bedienen muss, weil ja auch der Vermieter und die Angestellten in der Kreditwirtschaft dieses Nettogrundeinkommen erhalten. Das bedeutet wiederum, dass also die entsprechenden Zahlungen einfach ausgesetzt würden und nach der Krise wieder aufgenommen werden würden. Dieses Nettogrundeinkommen, bei dem man ja die Miet- und Kreditzahlungen rausrechnet, würde ich in der Höhe von 500 bis 700 Euro pro Person anrechnen. Ich habe das jetzt mal mit Mitarbeitern überschlagen. Da würde auf das jetzige Sozialversicherungssystem so ungefähr 50 bis 70 Milliarden draufkommen. Wenn man überlegt, was der Staat gerade in die Hände nimmt, ist das ein vergleichsweise billiges Konzept. Dieses Nettogrundeinkommen bezieht sich natürlich auf den Verbrauch, der in der Krise nötig ist. Wir stellen ja auch fest, diese sogenannten systemrelevanten Unternehmen und der entsprechende Verbrauch, die werden ja offen gehalten. Das heißt also, man bemüht sich überall, die Grundversorgung bis hin zur kritischen Infrastruktur und weitere Tätigkeiten, die im Homeoffice getätigt werden können, sicherzustellen. Diese Waren werden also da sein und in dem Rahmen, in dem dann die Wirtschaft anfährt, kann man auch dieses Grundeinkommen zu einem zum Beispiel partizipativen Grundeinkommen bis hin zu 1.000 oder 1.500 Euro hochfahren. Das Geld ist ja dann durch die wieder aufflammende Wirtschaft da. Spanien erwägt ja bereits ein Grundeinkommen. Da wird es spannend sein, wie das Konzept aussieht und ob das sich politisch durchsetzen lässt. Also man ist da bereits am Denken an diesem neuen Konzept. Ich selber sogar bin der Meinung, dass man auf die sogenannte Euro-Dividende zurückgreifen sollte. Das ist ein Grundeinkommen, das jedem europäischen Bürger zusteht und auf die nationalen sozialen Systeme aufgeschlagen wird, dann durch eine europäische Mehrwertsteuer oder Eurobonds oder durch die Integrationsgewinne finanziert wird. Und damit würde man auch in Europa eindeutig eine Solidarität schaffen, vor allem zugunsten dann der Schwächeren, weil auch Schwächere in Deutschland dieses Grundeinkommen genannt Euro-Dividende bekommen würde und dann durch die entsprechende Toleranz Solidarität europaweit erzeugt werden könnte. Die beste Zeit, das einzuführen, wäre aus meiner Sicht jetzt. Ich halte das organisatorisch für gar nicht so schwierig, weil wir ja eine öffentliche Verwaltung, die Sozialversicherungssysteme haben, dann die Finanzämter, die Rentenkassen, die Arbeitslosenversicherung. Da könnte man sehr schnell mit solchen Auszahlungen beginnen. Gerade jetzt in Krisenzeiten ist es viel besser als diese Einzelfalltätigkeiten und Entscheidungen, die ständig nur notwendigerweise auftreten, die nur notwendigerweise bezahlt werden, wo man ständig Nachbesserungen machen muss. Diese Auszahlungen sind viel aufwendiger und viel komplizierter zu organisieren. Und die Hoffnung wäre dann, dass man mit diesem Einstieg jetzt für die Zukunft dann das Grundeinkommen entsprechend aufbauen kann.